Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Ereignisschlussrechnungen an. Der genaue Text wieder unten in der Beschreibung. Kurzversion: Das Sportbecken wird am Ende der Badesaison entleert. 5 Pumpen mit gleicher Leistung brauchen für diese Arbeit 4,5 Stunden. Das ist unsere Kalkulation. Ereignis: Nach 2 3/4 Stunden fallen 2 Pumpen aus, das heißt, es sind nur mehr 3 Pumpen aktiv. Wie lange dauert das Entleeren nun insgesamt? Der Ansatz so wie vorher: 5 Pumpen würden wie lange brauchen? 4,5 Stunden, das heißt 4 Stunden 30 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten, somit habe ich bei 4 Stunden 4 mal 60, 240, plus die halbe Stunde noch dazu, 30 noch dazu, 270 Minuten. 270 Minuten sind kalkuliert. Okay? Ereignis eintritt nach 2 Stunden und einer Dreiviertelstunde. 2 Stunden sind 120 Minuten. Die Dreiviertelstunde sind 45 Minuten, also 120 und 45, 165 minus 165 Minuten. Okay? Der Ansatz klar, und jetzt tun wir wieder so: Wie lange wird es noch dauern, wird das Ereignis nicht eintreten? Die 5 Pumpen würden noch wie lange brauchen? 270 Minuten waren veranschlagt, 165 Minuten sind schon vorüber. Das heißt, die Pumpen würden noch 105 Minuten laufen. Jetzt fallen uns 2 Pumpen weg, das heißt, wir arbeiten nur mehr mit 3 Pumpen insgesamt und wollen uns ausrechnen, wie lange brauchen 3 Pumpen jetzt für diese Arbeit. Okay? Pfeile von der kleinen zur größeren Zahl bei der Ereignisschlussrechnung immer in die entgegengesetzte Richtung. Entlang der Pfeile wird dividiert, 3 dividiert durch 5 ist gleich 105 dividiert durch x. Okay? Bogerl, außen mal außen ist gleich innen mal innen, mit dem x beginnen. Das heißt, wir haben 3 mal x ist gleich 5 mal 105. Okay? Ich schreibe das jetzt hier heroben weiter. 3 mal x ist gleich, und wir rechnen 5 mal 105, das geht wieder im Kopf. 5 mal 100 sind 500, 5 mal 5 sind 25, also haben wir 525 Minuten. Jetzt stört uns der Dreier, das heißt, wir rechnen dividiert durch 3, Gegenoperation, und erhalten x ist gleich 175. 525 dividiert durch 3 ergibt 175 exakt, weil 525 durch 3 exakt zu dividieren geht. 175 Minuten. 165 Minuten sind schon vergangen, müssen wir addieren und erhalten insgesamt 340 Minuten Arbeitszeit. Das können wir natürlich wieder in Stunden umwandeln. Wir wissen, eine Stunde hat 60 Minuten, also passen da insgesamt hinein 5 Stunden, weil 5 mal 60 300 ist. Und dann bleiben noch 40 Minuten über.
Okay. Das heißt, es waren veranschlagt 4,5 Stunden, nachdem nach einer gewissen Zeit zwei Pumpen ausfallen, dauert es jetzt nicht mehr 4,5 Stunden, sondern über eine Stunde länger, 5 Stunden und 40 Minuten. Alles klar?